den Professor Weimann vor. Professor Weimann ist Professor für Wirtschaftspolitik und vertreibt mich gerade an der Otto von Guericke Universität in Magdeburg und er beschäftigt sich eingehend mit den Fragen der deutschen Klimapolitik. Wir sind zusammen im Auto gefahren, ich durfte schon eine Dreiviertelstunde mit ihm diskutieren und ich als Architekt kann ich nur sagen, kann man einpacken, das ist wirklich ein sehr rationaler, sehr klarer Denker, absolut auch an Fakten orientiert, an Statistiken, an Tabellen und an Zahlen. Und ich habe empfunden, dass er damit genauso nah dran ist, eigentlich an der Kommunalpolitik, weil die auch sehr an Fakten interessiert sind. Und deswegen finde ich es sehr schön, wenn Herr Professor Weimann heute bei uns ist. Er ist ebenfalls Vorsitzender der Gesellschaft für experimentelle Wirtschaftsforschung und Direktor des Instituts für Standortforschung und Steuerpolitik in Magdeburg. Noch verschiedenste Tätigkeiten, Direktor des MaxLab, das ist auch ein Experimentallabor und kommt rum, sage ich. Er hat mir heute erzählt, dass er erst aus der Schweiz gekommen ist und er kritisiert auch stark die Förderung einer Politik, die er sagt, keinen Nutzen für den Klimaschutz hat. Und jetzt freue ich mich auf Ihren Vortrag. Vielen Dank. Ja, schönen Dank, Frau Schulz. Ja, meine Damen und Herren, jetzt haben Sie schon eine ganze Weile hier aushalten müssen bei dieser Wärme und diesem schönen Wetter draußen. Das ist ja auch verlockt. Sie haben unglaublich viele Informationen schon bekommen aus ganz verschiedenen Bereichen. Erst die lokale Situation hier im Odenwald. Und dann die gesundheitlichen Folgen, sehr eloquent und wunderbar dargestellt von Herrn Cook. Vielen Dank dafür. Und jetzt kriege ich noch mehr Informationen. Und es wird nicht besser, kann ich Ihnen nur sagen. Also im Gegenteil, jetzt muss ich mich nämlich auch noch mit Volkswirtschaft auseinandersetzen. Und ich komme nicht drum herum, es geht nicht anders. Ich werde Sie einfach auch mit ein bisschen volkswirtschaftlicher Theorie belasten müssen. Also ich mache jetzt so eine kleine Vorlesung mit Ihnen. Ja? Also, es geht leider nicht anders, weil die Klimapolitik, das ganze Konzept, alles, das ist so komplex und kompliziert, wenn man nicht ein bisschen unter die Dinge guckt, dann versteht man die Dinge falsch. Und das möchte ich nicht, dass ich sie falsch verstehe, ich möchte, dass ich sie richtig verstehe. Also muss ich so ein bisschen hinter die Dinge gucken lassen, und das setzt halt voraus, dass ich Ihnen so ein bisschen auch volkswirtschaftliche Theorie beibringe. Worum geht es dabei? Das will ich am Anfang sagen. Der Titel meines Vortrags, die deutsche Energiepolitik, moralische Anspruch und Pluralität, der ist mit Bedacht gewählt. Herr Kuck hat es eben angesprochen. Diejenigen, die für die Energiewende sind, die eben hier die Windräder vor die Nase setzen wollen und die Windkraft vervierfachen möchten, die kommen mit einem ungeheuren moralischen Anspruch dahin. Für die ist klar, dass sie die Guten sind. Sie sind die ethisch herausragenden Persönlichkeiten. Fragen Sie mal Herrn El-Wazir. Oder ihre Regierungspräsidentin. Der ist sich so sicher, dass sie das Richtige tun, dass sie das ethisch Verantwortungsbewusste tun und dass alle sie, die sie dagegen sind, nur an ihre eigenen kleinen Interessen denken und nicht das große Ganze im Blick haben und die Menschheit retten wollen, so wie er es tut. Deswegen ist er überlegen und deswegen darf er das. Deswegen hat er keine Skrupel, ihre Interessen zu übergehen, weil er ist ja auf der moralisch besseren Seite. Und genau das ist falsch. Und das möchte ich Ihnen heute klar machen, warum das falsch ist. Meine Damen und Herren, wie gesagt, ich muss ein bisschen ausholen dabei. Und der Ausgangspunkt, den ich wähle, ist, dass ich erst einmal akzeptiere, dass wir ein Klimaproblem haben. Ich glaube, ich gehöre nicht zu denen, die sagen, das ist alles Humbug und das macht nur die Sonne und das geht wieder weg oder so. Nein, wir haben ein Klimaproblem. Da sind sich nun mal 99% meiner wissenschaftlichen Kollegen einig drüber. Die im IPCC arbeiten, das sind keine Holzköpfe oder irgendwie von irgendwelchen Regierungen gesteuerte Marionetten, sondern das sind hochintelligente, hochqualifizierte Kollegen und Kolleginnen. Und was die sagen, ist nicht falsch. Wir haben ein Risiko. Gar keine Frage. Ob es das Top-Risiko ist, als dass es immer dargestellt wird, mit dem sich die Menschheit im Moment konfrontiert sieht, steht auf einem anderen Blatt. Ja, wir reden immerhin über Klimawirkungen, die in 80 bis 100 Jahren eintreten. In 80 bis 100 Jahren. Denken Sie mal 80 bis 100 Jahre zurück. Vor 100 Jahren war 1918 das letzte Jahr des Ersten Weltkriegs.
Würde man heute sagen, dass die Menschen damals eigentlich an uns hätten denken müssen, mit dem, was sie tun? Die haben es nicht getan, zum Glück, zu ihrem Glück, und wir hätten es auch nicht nötig gehabt, weil sich die Dinge so geändert haben in den nächsten 100 Jahren, ist es gar nicht möglich gewesen. Wir aber tun das schon. Ja? Nur am Rande bemerken, ich komme darauf vielleicht am Ende nochmal zu. Aber dennoch, ich sage, wir sollten etwas gegen den Klimawandel tun. Wir sollten die CO2-Emissionen, wir sollten alles das reduzieren, wir sollten aus der Kohle und aus all den Dingen letztlich irgendwann aussteigen. Wir brauchen eine Wirtschaftsweise, die ohne Carbon, ohne Kohlenstoff auskommt. Akzeptiert. Aber wir brauchen gute Klimapolitik. Und die Frage ist jetzt, was ist denn gute Klimapolitik? Woran machen wir das aus? Wie beurteilen wir das? Bei vielen Dingen und anderen Dingen wissen wir, was gut und was schlecht ist. Wir wissen, was ein gutes Auto ist, was ein schlechtes Auto ist. Was ist gute Klimapolitik? Und um das zu klären, brauchen wir so ein paar umweltökonomische Grundbegriffe. Und die will ich Ihnen jetzt nahebringen. Im Grunde genommen ist das Ganze ein ökonomisches Standardproblem, mit dem Sie sich vielleicht auch schon in der Schule mal rumgeschlagen haben. Je nachdem, wie Ihr Gemeinschaftskundelehrer darauf war. Worum geht es denn? Ich will Ihnen einen einfachen ökonomischen Dreisatz erläutern. Der erste Satz dieses Dreisatzes lautet, wir müssen viel CO2 einsparen. Wenn wir wirklich was gegen den Klimawandel tun wollen, dann müssen wir das. Ja, wir müssen unsere CO2-Emissionen tatsächlich drastisch nach unten bringen, sonst nützt das alles nichts. Also, wir müssen viel CO2 einsparen. Wird jeder zustimmen? Keine Diskussion. Zweiter Punkt ist, die Reduktion von CO2-Emissionen kostet was. Das geht nicht für lau. Das wissen wir auch alle. Selbst ein Windrad kostet was. Aber jede andere Maßnahme, die wir ergreifen, um CO2 einzusparen, kostet auch etwas. Das heißt, wir müssen knappe Ressourcen für den Klimaschutz einsetzen. Ja, in Deutschland haben wir letztes Jahr allein 27,4 Milliarden Euro nur für die Förderung von Windkraft und Solar ausgegeben. 27,4 Milliarden Euro. Boah, schon ein bisschen was, ne? Ich stelle mir manchmal vor, das würde in das deutsche Hochschulwesen investieren. Traumhaft, ja? Aber es passiert leider. Na gut, also wir müssen knappe Ressourcen aufwenden und die Ressourcen, die wir da aufwenden, die können wir nicht nochmal ausgeben, die sind weg. Die stehen für die Hochschulen nicht zur Verfügung, nicht für die Infrastruktur, nicht für Bildung, gar nichts. Ja? Also, wir müssen knappe Ressourcen einsetzen. Der dritte Punkt ist, die Menge an Ressourcen, die uns zur Verfügung stehen, die ist nicht unendlich, die ist begrenzt. Das ist eine endliche Menge. Jetzt kann man in einer Gesellschaft darüber diskutieren, okay, wie viele Ressourcen wollen wir denn für den Klimaschutz zur Verfügung stellen? Und da wird jede Gesellschaft in jedem Land zu einem anderen Ergebnis kommen. Die Franzosen sehen das anders als die Engländer und wir sehen das wieder anders als die Engländer und als die Dänen oder die Russen oder wer auch immer. Ja? Das ist ein gesellschaftlicher Konsens, der da irgendwie hergestellt werden muss. Aber egal, wie das geschieht, am Ende kommt eine endliche Summe raus. Wir haben nur begrenzte Ressourcen, die wir für dieses Ziel einsetzen können. Was folgt jetzt aus diesen drei Dingen, wenn wir einfach das Ziel haben, gute Klimapolitik zu machen? Es ist sehr einfach. Was daraus folgt ist, gute Klimapolitik muss kosteneffizient sein. So nennen das Ökonomen. Da kann kein Mensch was anfangen, deswegen erkläre ich, was es ist. Das bedeutet ganz einfach, wenn wir Ressourcen in die Hand nehmen, um CO2 einzusparen, dann soll man das bitte so machen, dass die Menge eingesparter Ressourcen pro Euro oder pro Million Euro oder von mir aus auch pro Milliarde Euro so groß wie eben möglich wird, maximal wird. Also die CO2-Produktion pro eingesetzten Euro muss maximal sein. Die Kehrseite davon ist, wir müssen das Ganze so machen, dass die Kosten pro vermiedener Tonne CO2 so klein wie möglich sind, minimal sind. Ich erkläre das immer mit folgendem einfachen Beispiel. Stellen Sie sich vor, Sie haben eine Truppe von 100 Mann mit Nahrung zu vermitteln, zu versorgen, die hungern. Ja? Also Sie haben einen bestimmten Betrag an Geld. Sie kaufen jetzt dafür Reis ein, für diese 100 hungernden Menschen. Was machen Sie da? Es gibt 10 verschiedene Reisanbieter, jeder hat einen anderen Preis. Der Reis ist überall der gleiche. Wohin gehen Sie? Da, wo es am billigsten ist. Ja, logisch. Denn dann kriegen die meisten Menschen satt. Beim CO2 ist es das Gleiche. Wenn wir das CO2 da einsparen, wo die Einsparung am wenigsten kosten, kriegen wir am meisten CO2 eingespart. Was ist da so schwer? Gar nichts.
Ja, das ist der ganz standardmäßige, das ganz standardmäßige ökonomische Prinzip, das Sie vielleicht im Gemeinschaftskundenunterricht schon mal gehört haben. Ja? Okay. Jeder Verstoß gegen diese Regel bedeutet, dass wir in jedem Fall weniger CO2 einsparen, als wir hätten einsparen können, wenn wir diese Regel beachtet hätten. Ja? Genauso wie Sie hätten mehr Reis einkaufen können, wenn Sie beim billigsten gekauft hätten, hätten, wenn Sie es nicht getan haben. Ganz einfach. Und das kann doch nicht gute Klimapolitik sein. Die Forderung nach Kosteneffizienz, ja? Jetzt gebe ich mal ein bisschen an, dass ich sowas kann, sowas Tolles. Kosteneffizienz, das ist eine zutiefst ökologische Forderung. Jeder, der an den Klimawandel denkt, jeder, der ökologisch denkt, jeder Grüne müsste eigentlich darauf pochen, wir brauchen kosteneffiziente Klimapolitik. Tut kein Mensch. Die Grünen schon mal noch nicht. Was von Seiten der Befürworter der Energiewende und so weiter immer vorgetragen wird, ist, wir müssen eine höhere Energieeffizienz erzeugen. Natürlich müssen wir das. Natürlich müssen wir die Energieeffizienz steigern. Gar keine Frage. Aber meine Damen und Herren, es gibt 1 Million Möglichkeiten, Energieeffizienz zu steigern. Wenn wir jetzt hier alle Lampen ausmachen, den Beamer ausmachen, dann steigern wir die Energieeffizienz. Ist das sinnvoll? Nein. Also müssen wir aus den Millionen Möglichkeiten, die wir haben, diejenigen herausfinden, bei denen wir mit dem geringsten Aufwand das meiste CO2 sparen. Das ist die Aufgabe. Das ist intelligente Politik, die das bewirkt. Das ist intelligente Politik. Das ist nicht zum Lachen. Das wäre, ich hätte euch sagen können, das wäre intelligente Politik, die das macht. Ja? Um jetzt zu verstehen, was können wir denn tun, um diese intelligente Politik tatsächlich umzusetzen, brauchen wir ein bisschen mehr Verständnis für das Problem. Deswegen will ich Ihnen 2 empirische Voraussetzungen nennen, die zum Verständnis absolut notwendig sind. Die erste Voraussetzung ist, dass die Emissionsquellen, aus denen CO2 rauskommt, unterschiedliche Vermeidungsgrenzkosten haben. Vermeidungsgrenzkosten heißen, das sind die Kosten, die entstehen, wenn ich die nächste Tonne CO2 einsparen möchte. Ja? Und die sind bei den verschiedenen Emissionsquellen sehr unterschiedlich. Denken Sie an Kraftwerke. Sie haben vielleicht ein uraltes Braunkohlekraftwerk irgendwo in Polen stehen. Da können Sie mit relativ geringem Aufwand, also mit sehr geringen Grenzvermeidungskosten, CO2 einsparen. Oder Sie haben in dem Bundesland, in dem ich arbeite, Sachsen-Anhalt, ein hochmodernes Gas-Turbinen-Kraftwerk. Da ist das viel, viel teurer, weil das ist schon hochgradig effizient. Das nochmal effizienter zu machen, wird viel teurer, ist viel teurer, als die alte Mühle in Polen zu sanieren. Also die einzelnen Quellen haben unterschiedliche Vermeidungsgrenzkosten. Das ist der erste empirische Fakt. Und das ist nicht ein bisschen, sondern diese Grenzkosten variieren extrem stark. Das zweite ist, dummerweise ist die Information darüber, was kostet es denn, die nächste Tonne zu vermeiden, privater Natur. Das heißt, die Betreiber dieser Emissionsquellen, der Kraftwerke, der Unternehmen und, die wissen das. Die wissen, was es kostet, die nächste Einheit zu sparen. Aber nicht der Plan. Der weiß das nicht. Und das ist ein Problem, wie wir gleich sehen werden. Wie können wir jetzt Kosteneffizienz herstellen? Ich will Ihnen eine sehr einfache, universelle Leitlinie dafür nennen, die man sich mit ein bisschen theoretischem Nachdenken sofort ableiten kann. Dazu schauen wir uns diese Grafik an. Dieses VGK steht für Vermeidungsgrenzkosten. Also das sind die Kosten für die nächste verbietene Tonne CO2. Und wir haben jetzt 2 Quellen, stellen sich 2 Kraftwerke vor, und die haben unterschiedlich hohe Vermeidungsgrenzkosten. Dann können Sie doch, wenn Sie jetzt bei gegebener Vermeidungsmenge, ich vermeide eine bestimmte Menge CO2, dadurch Geld sparen, dass Sie die Vermeidung von dieser Quelle auf diese Quelle verlagern. Ja? Also hier, die Quelle darf jetzt eine Tonne mehr emittieren, dafür vermeidet die eine Tonne mehr. Dann haben Sie insgesamt genauso viel CO2 vermieden wie vorher oder emittiert wie vorher, aber die Kosten sind gesunken, ja? Weil es bei denen billiger ist. Das können Sie so lange machen, bis die Vermeidungsgrenzkosten bei beiden gleich sind, denn die verändern sich.
Wenn sie verlagern, wird es hier immer teurer und hier wird es immer billiger. Am Ende haben sie eine Situation, da sind beide gleich. Und dann geht diese Verlagerung nicht mehr. Und dann sind sie im Kostenminimum. Das ist jetzt ein bisschen theoretisch argumentiert, ist aber eigentlich ganz einfach. Wenn Sie sich nochmal zu Hause überlegen, ist es eine sehr einfache Überlegung. Die Ersparnis, die Sie dabei erzielen, das entspricht dieser Fläche. Das bedeutet aber, dass wir sagen können, solange die Vermeidungsgrenzkosten zwischen zwei Quellen nicht identisch sind, kann ich dadurch noch Geld sparen, kann ich kosteneffizienter arbeiten, indem ich die Vermeidung von der teuren zu der billigen Quelle verlagere. Oder anders ausgedrückt, Kosteneffizienz erfordert den Ausgleich der Grenzvermeidungskosten, so wie es hier angegeben ist. Das ist eine wichtige Erkenntnis, eine zentrale Erkenntnis. Ich brauche eine Situation, in der die Vermeidungsgrenzkosten der Quellen überall gleich sind, dann habe ich Kosteneffizienz erreicht. Okay, dieser Kostenausgleich müsste, wenn ich effiziente Klimapolitik betreiben will, erfolgen über die einzelnen Quellen, also Kraftwerke in Deutschland oder so, aber auch über die Sektoren beispielsweise. Wir vermeiden ja immer nur im Energiesektor, nur darauf gucken wir. Aber es gibt ja noch den Wärmemarkt, es gibt den Verkehr und so weiter. Wenn es da billiger ist zu vermeiden, dann sollte ich die Vermeidung dahin verlagern. Oder ich sollte es umgekehrt machen, je nachdem. Und wir müssen das Ganze auch über Ländergrenzen hinweg denken. Denn die Vermeidung ist in anderen Ländern vielleicht preiswerter als bei uns. Es ist dem Klima übrigens völlig schnuppe, wo CO2 vermieden wird. Ob es bei uns passiert, in der Sahara, in New York oder in Peking, ist völlig egal. Das Klima ist ein globales öffentliches Gut. Der Ort der Vermeidung ist völlig gleichgültig. Hauptsache wir vermeiden. Das Informationsproblem, was meine ich damit? Naja, wenn wir jetzt diesen Ausgleich machen wollen und die Vermeidung immer dorthin schicken wollen, wo es am günstigsten ist, müssen wir wissen, wo es wie viel kostet. Wir haben aber eben gesagt, die Information darüber, die ist privat. Also die Frage, was kostet Vermeidung heute und in der Zukunft, welche Technologien können wir einsetzen, wie lassen sich diese entwickeln, alle diese Informationen sind privat. Wir werden ein hübsches Beispiel dafür nennen, dass uns die Energiewende selbst liefert. Vor ein paar Wochen hat es die erste Versteigerung gegeben. Sie wissen ja, dass neuerdings Windkraftanlagen nicht einfach so gebaut werden dürfen, sondern die müssen einem Auktionsverfahren teilnehmen. Und die Windkraftanlage, die den geringsten Zuschlag, also die höchste Subvention verlangt, die kriegt dann die Erlaubnis, errichtet zu werden. Und vor ein paar Wochen gab es zum ersten Mal eine Auktion. Da wurde gleichzeitig Windkraft- und Solaranlagen auktioniert. Es gab ein bestimmtes Volumen an Strom, das erzeugt werden konnte mit den beiden Anlagen und die konnten sich jetzt bewerben, konnten Gebote abgeben. Das Ergebnis, das dabei herauskam, hat alle überrascht, mich auch. Ja, alle hat das überrascht. Es bestand nämlich darin, dass nicht eine einzige Windkraftanlage einen Zuschlag bekommen hat, sondern die gesamte Stromproduktion zur Photovoltaik gegangen. Alle hatten erwartet, dass die Photovoltaik bei dieser Geschichte hinten runterfällt. Dass sie viel teurer ist als die Windkraft. Pustekuchen. Warum? Weil die wahren Kosteninformationen, die kennt keiner. Die kennt der Solaranlagenbetreiber oder Bauer oder Entwickler. Aber sonst keiner. Das ist das Private an der Information. Das Problem ist, wenn das so ist, wie sollen wir dann diesen Kostenausgleich hinkriegen? Wie sollen wir dann beim Billigsten kaufen, wenn wir nicht wissen, was es wo kostet? Das ist genau das Kernproblem. Die Frage ist, kann ein zentraler Planer in den Besitz dieser Information kommen? Kriegt der Al-Wazir heraus, wo es am günstigsten ist, CO2 zu vermeiden? Nein. Damit hat sich die ökonomische Theorie sehr lange und sehr intensiv beschäftigt. Die Antwort ist eindeutig nein. Es geht nicht. Es gibt keinen Mechanismus, der das herstellen kann. Das hat nichts zu tun mit Informationstechnologie oder so. Das hat was mit Anreizen und mit strategischem Verhalten zu tun. Ich will darauf nicht weiter eingehen. Glauben Sie es mir einfach, das elementare Informationsproblem ist für den zentralen Planer nicht zu lösen. Friedrich von Hayek, österreichischer Ökonomie- und Weltpreisträger, hat sich mit diesem Thema beschäftigt und er hat dieses Thema angesprochen in seiner Nobelpreisrede und er hat darauf hingewiesen, dass es viele Politiker gibt,
die das ignorieren und hat es genannt, eine Anmaßung von Wissen. Ich glaube, das ist das, was die Politik in Deutschland im Moment in Bezug auf die Klimapolitik am besten beschreibt, nämlich die Anmaßung von Wissen. Die glauben zu wissen, was die beste Politik ist. Sie haben nicht die leiseste Ahnung gemacht. Jetzt bin ich aber immer noch Wie soll man das denn jetzt machen? Wir wollen effiziente Klimapolitik betreiben, kosteneffizient. Also wir wollen die CO2-Vermeidung da einkaufen, wo sie am günstigsten ist. Wir wissen aber nicht, wie die Preise eigentlich aussehen. Was machen wir jetzt? Es gibt zwei Königswege. Der erste Königsweg ist eine Emissionssteuer. Das funktioniert folgendermaßen. Wir setzen einfach einen Steuersatz fest, nennen wir den mal T. Ja. Warum heißt der T? Das ist eine gute Frage. Ich kann sie auch beantworten, weil das aus dem Englischen kommt, Tax. Ja? Tax, das ist das englische Wort für Steuer und deswegen ist in der Ökonomie T immer entweder Time oder Tax, also Zeit oder Steuer. Okay, in dem Fall ist es Steuer. Also der Planer setzt einen Steuersatz T fest und zwar auf die CO2-Emission. Pro Tonne CO2, die man emittiert, muss man einen Steuersatz T im festen Betrag bezahlen. Was machen jetzt die Vermeidung, die verschiedenen Emissionsquellen? Stellen Sie sich vor, ein stolzer Besitzer oder Besitzerin eines Kraftwerks und Sie müssen jetzt diese Emissionssteuer zahlen auf CO2. Sie haben zwei Möglichkeiten. Sie können entweder Ihr Kraftwerk umbauen, sodass Sie weniger CO2 vermeiden. Ja? Dann müssen Sie die Steuer nicht zahlen oder weniger. Oder Sie emittieren das CO2, dann müssen Sie die Steuer zahlen. Das heißt, Sie werden so lange vermeiden, solange Ihr Kraftwerk umbauen, solange die Kosten dafür niedriger sind als die Steuer, die Sie zahlen müssen. Andernfalls. Das heißt aber auf der anderen Seite, dass Sie aufhören, in Ihr Kraftwerk in diesem Sinne zu investieren, sobald die Kosten für die nächste Tonne, die Sie jetzt vermeiden könnten, so hoch sind wie der Steuersatz. Darüber hinaus lohnt es sich nicht, dann zahlen Sie lieber die Steuer. Das bedeutet aber, dieses Kalkül stellt alle Quellen an, die diesen Steuersatz zahlen müssen. Das heißt, im Ergebnis haben alle auch Vermeidungsgrenzkosten in Höhe von T. Und T ist für alle gleich. Und damit sind die Grenzvermeidungskosten auch für alle Quellen gleich. Und das bedeutet Kosteneffizienz. Das heißt, eine Emissionssteuer ist deswegen so ein tolles Instrument und von Ökonomen wirklich geliebt, weil es einen einheitlichen CO2-Preis festsetzt. Und an dem orientieren sich die Emittenten und vermeiden so lange, solange ihre Vermeidung noch ein bisschen günstiger ist, wie dieser Preis. Und das genau erzeugt Kosteneffizienz. Ein einheitlicher CO2-Preis, das ist das, was Ökonomen immer fordern. Schon seit 30 Jahren. Und unisono in der ganzen Welt, alle Ökonomen, ich glaube, es gibt kein anderes Thema, bei dem sich Ökonomen so einig sind wie bei diesem Thema. Und jeder, dem man es genau erklärt, ist eigentlich davon überzeugt, dass es auch, ja, ist ja eigentlich logisch. Nur Herr Altmaier hat es nicht verstanden. Der hat heute gesagt, er will keinen CO2-Preis. Also wenn Sie mich fragen, ein Bundeswirtschaftsminister, der das sagt, den sollte man zum Bundespräsidenten schicken und ihm sich die Entlassungsprogramme geben. Kompetenz derartig dramatisch in dem Moment in die Tonne getreten, ja, da kann man nur noch zurücktreten, eigentlich. Aber gut, hat ja keiner gemerkt, weil das, was Sie jetzt wissen, das wissen die anderen nicht. Und die Journalisten schon gar nicht, und so fällt das gar nicht mehr auf. Okay, aber CO2-Steuer ist ja nicht das, was wir hier machen. Wir gehen den anderen Königsweg. Wie gesagt, es gibt zwei. Der zweite Königsweg ist der Emissionshandel. Sie werden sich wahrscheinlich wundern, weil in der Presse steht ja immer, dass der nichts taugt. Und jetzt sage ich, das ist der Königsweg. Wieso das? Nun, das muss natürlich berücksichtigen. Bei der Steuer ist es so, da legen wir einen Preis fest für Emissionen und überlassen dann den Emittenten, wie viel sie noch emittieren wollen. Das heißt, die Vermeidung stellt sich dann irgendwie endogen, nennen wir das, ein, als Ergebnis dieses Kalküls. Das wissen wir vorher nicht so. Beim Emissionshandel dagegen wird sehr genau die Menge festgelegt, die einzusparen ist. Wie geht das? Das geht durch die Festlegung des CAP. CAP.
Was muss ich darunter vorstellen? Stellen Sie sich vor, das ist die CO2-Menge, die wir in Europa, den Emissionshandel haben wir in Europa eingeführt, die wir in Europa im Emissionshandelssektor, das sind fast ungefähr 50% aller Emissionen, also da sind die ganzen Kraftwerke, da sind die Aluminiumhütten und so. Das sind alle Emissionen, die wir zurzeit haben. Jetzt kommt die EU und legt darauf einen Cap. Ja? Dieses Wort Cap, das ist, kommt, wie Sie wissen, aus dem Englischen und steht eigentlich für Kappen. Ja? Also Cap das Ganze, Kappe das Ganze, schnallt gewissermaßen einen Teil ab. Man kann es aber auch als Cap übersetzen, die Kappe, die man sich aufsetzt. Ja? Dann sieht das so aus wie hier auf dem Bild. Ja? Alles, was noch unter der Kappe ist, das darf noch emittiert werden. Alles, was jetzt in der Kappe ist, das muss vermieden werden. Ja? Das heißt, wir haben jetzt noch eine Restmenge an Emissionen. Das ist das hier, was hier da unten drunter liegt. Hier diese gelbe Fläche. Das sind so und so viele Millionen Tonnen pro Jahr. Und jetzt wird über diese Menge werden jetzt Zertifikate ausgestellt. Also es gibt, sagen wir mal, einfach nur, wenn es heißt, 100 Millionen Tonnen, dann werden 100 Millionen Rechte ausgeteilt. Und jedes Recht berechtigt den Inhaber dieses Rechtes dazu, genau eine Tonne CO2 zu emittieren. Und diese Rechte werden an die verschiedenen Emittenten verteilt. Wie, das kriegen wir noch. Ja? Das heißt aber, dass diese Festlegung dieses Caps beim Emissionshandel im ersten Schritt eine ganz harte Nummer ist. Da wird nämlich auf die Tonne genau festgelegt, wie viel jetzt zu vermeiden ist in Europa und wie viel noch emittiert werden muss. Das heißt, das ökologische Ziel, das wir erreichen wollen mit unserer Klimapolitik, wird durch den Emissionshandel in diesem ersten Schritt durch die Festlegung des Caps sofort realisiert. Gibt es gar keine Zeitverzögerung. Ja? Das geht von jetzt auf nachher und funktioniert sicher, weil, das kann man gut überprüfen, das ist gut zu kontrollieren, weil beim CO2 hat man den Vorteil, dass es eine feste Kopplung gibt zwischen der Brennstoffmenge und der CO2-Emission. Also wenn Sie Liter Diesel verbrennen, dann kommt eine bestimmte Menge CO2 hinten aus dem Auspuff raus. Dann können Sie nachmachen, was Sie wollen. Das sind immer die gleichen. Und wenn Sie Liter Super verbrennen, genauso. Und Schweröl und Gas und. Das heißt, Sie müssen nur die Inputs zählen und nicht messen, was aus dem Schornstein kommt, um zu wissen, wie viel jemand emittiert hat. Sie können das wunderbar kontrollieren, das passiert auch, und durch diesen Cap, durch diese Festlegung, begrenzen Sie und reduzieren Sie sofort, das habe ich weggemacht, die Menge an CO2. Ja. Also das ist schon mal eigentlich ökologisch gesehen eine tolle Sache. Ja, ich kann das Klimaziel, was ich habe, sofort realisieren. Okay. Jetzt ist es so, das geht ja in Europa und der erste Schritt, die Festlegung des Caps, der folgt jetzt der zweite. Jetzt werden nämlich diese Mengen auf die einzelnen Länder verteilt. Ja, also jedes Land, ich habe mal ein paar hingeschrieben, kriegen jetzt eine bestimmte Menge an CO2-Rechten. Das ist ein Verhandlungsprozess, das kaspern die in Brüssel raus und am Ende hat man so eine Verteilung. Okay, jetzt heißt das Ganze ja CO2-Handel. Jetzt kommt der eigentliche Clou an der Sache. Nämlich diese Rechte, die jetzt bei den Ländern sind und die Länder wiederum an ihre Emittenten, also an die Kraftwerke und so weiter, weitergegeben haben, diese Rechte kann man jetzt untereinander handeln. Warum das? Wofür brauche ich das? Naja, wir müssen vermeiden, damit wir diesen Cap einhalten können, müssen wir die CO2-Emissionen senken. Geht ja nichts. Aber das ist bei dem einen teuer und bei dem anderen ist das billig. Was liegt jetzt also nahe, als dass derjenige, bei dem die Vermeidung von CO2 wenig kostet, wenn der seine Emissionsrechte an den abgibt, bei dem es teuer ist. Das heißt, er hier, bei dem es billig ist, der vermeidet jetzt einfach mehr, braucht dann die Rechte nicht alle, die er hat, und kann die überflüssigen Rechte an den verkaufen, bei dem Vermeidung teurer ist. Und der muss dann nicht vermeiden, sondern kriegt die Rechte und kann mehr emittieren. Ja? Das Ganze geht zu einem Preis, der zwischen den Kosten der beiden liegt. Und das führt dazu, dass beide sich besser stellen, dass es ein Handel ist, von dem beide profitieren. Ja? Wunderbar. Aber der eigentliche Effekt ist, auf diese Art und Weise,
wandert das Emissionsrecht dahin, wo Vermeidung teuer ist und die Vermeidung findet da statt, wo sie billig ist. Am Ende wird immer da vermieden, wo es am billigsten ist. Denn solange es noch einen gibt, der es billiger kann, lohnt sich ein Handel. Und dann kriegt er die Vermeidung zugeschoben. Am Ende sind die Grenzvermeidungskosten wieder gleich, nämlich gleich den Preis für das Emissionsrecht, das sich am Markt einstellt. Das ist ein bisschen kompliziert, da muss man wissen, wie Märkte funktionieren. Ja? Und man muss vor allem die Scheu davor verlieren, zu denken, oh, so ein Markt ist eine tolle Sache. Ja? Weil normalerweise unsere Politik stellt das ja immer so dar, als wenn Märkte das irgendwie Igittigens sind, ja? Also unmoralisch. Also da geht es um Gewinne, um Geld und sowas ganz schlecht. Ja? Und kann nicht gut fürs Klima sein. Na, Pustekuchen, das ist genau das Richtige für das Klima, weil es dafür sorgt, dass wir kosteneffizient Klimaschutz hinkriegen. Okay, wenn das so passiert in Europa, ihr handelt in der Europawaldstadt, dann verändert sich die Verteilung der Emissionsrechte. Das sieht dann nämlich so aus, dass wir viele Rechte halten, weil da ist Vermeidung teuer, deswegen haben wir viele Rechte. Frankreich braucht keinen, oder nur wenig, weil die haben natürlich einen Atomstrom. In Portugal kann man günstig vermeiden, weil die haben die viel Sonne und so weiter. Das heißt, es stellt sich eine Verteilung der Vermeidungsaufgaben ein, die kosteneffizient ist. Da, wo es am günstigsten ist, CO2 zu vermeiden in Europa, da findet es auch statt. Durch den Handel mit den Emissionsrechten. Okay. Damit lösen wir das Informationsproblem. Wir müssen gar nicht wissen, wie viel die ganze Quelle, was für Kosten die hat. Ne? Weil es die Frage, wer vermeidet wie viel, überlassen wir den Quellen, den Einzelnen. Und die entscheiden aufgrund ihrer privaten Information. Und zwar genauso, wie wir das haben wollen. Das ist das Tolle an diesen Instrumenten. Okay. Was hat das jetzt für Implikationen? Jetzt sind wir mit dem theoretischen Teil so einigermaßen durch. Ja? Jetzt haben Sie so den Grundkurs Mikroökonomie und Umweltökonomik 1, haben Sie jetzt absolviert. Ja? Jetzt kommen wir zu Implikationen für die internationale Klimapolitik. Schauen wir uns erst die Politik Europas an. Was macht die EU? Die EU hat 2014 beschlossen, erstmal hat sie 2005 den Emissionshandel eingeführt. Ja? 2014 hat sie dann beschlossen, bis 2030 wollen wir in diesem Emissionshandelssektor die Emissionen von CO2 insgesamt um 40% absenken gegenüber 1990. Das ist das Klimaziel der Europäischen Union. Kleine Hintergrundinformation, Deutschland gehört der Europäischen Union an. Ja? Also ist das auch unser Klimaschutzziel. Ja? Wie macht man das? Nun, die EU hat beschlossen, dass dieser Cap, den ich Ihnen eben genannt habe, dass der abgesenkt wird, und zwar jedes Jahr um einen bestimmten Prozentsatz. Bis 2020 beläuft sich dieser Prozentsatz auf 1,74%, ab 2020 dann 2,2%. Wenn Sie das so machen, heißt das, dass dieser Cap am Ende, nämlich 2030, bei -40% angekommen ist. Wir haben auf diesem Weg, wir haben jetzt das Jahr 2018, wir haben also noch 12 Jahre bis 2030 übrig, aber wir haben jetzt schon 30% von den 40% eingespart im Emissionshandelssektor. 30% gegenüber 1990 in einem Wirtschaftsraum von der Größe der EU. Das ist Weltrekord. Das ist die erfolgreichste Klimapolitik, die es weltweit gibt. Das macht der Emissionshandel. So doof kann der nicht sein. Okay, aber jetzt haben wir diesen Emissionshandel auf europäischer Ebene, da stellt sich doch die Frage, brauchen wir denn noch Windkraft hier oder ein EEG oder so etwas? Macht das Sinn? Und wenn Sie einen Grünen fragen, dann sagt er, ja, natürlich brauchen wir das, müssen Sie unterstützen und das geht gewissermaßen additiv, dann wird es noch besser und so weiter. Ja? Okay, also die EU sagt dazu erstmal, naja, wenn ihr unbedingt wollt, ach doch, ja? Die mischt sich da nicht ein, obwohl eigentlich war das so gedacht, dass die EU sich eben mit dem Emissionshandel um einen bestimmten Sektor kümmert und sagt, das machen wir und all den ganzen Schmutz, der noch übrig bleibt, das dürfen die Mitgliedsländer alleine machen. Also Verkehr und Wärme und sowas. Aber Emissionshandel machen wir. Aber die EU lässt eben zu, dass Deutschland zum Beispiel sich darum nicht schert. Allerdings ist es so,
Wenn sich ein Land auf den Emissionshandel einlässt, auf einen internationalen Emissionshandel, dann wird jede nationale Klimapolitik unwirksam im Hinblick auf die CO2-Emissionen. Das will ich Ihnen erklären, warum das der Fall ist. Also, wie wirkt nationale Klimapolitik? Wir haben den Emissionshandel eingeführt, das heißt, unsere Quellen emittieren jetzt noch das, was sie dürfen. Da haben sie auch die Emissionsrechte für. Ja, dies hier, das sind alles Emissionsrechte. Und das ist die CO2-Emission, die sie dafür tätigen dürfen. Und jetzt kommt Herr Al-Wazir und führt jede Menge Windräder ein. Was passiert? Naja, schauen wir uns das an. Zunächst einmal, die CO2-Emissionen unserer Quellen, die werden kleiner. Na, diese Wolke ist jetzt ein bisschen kleiner als vorher. Was allerdings nicht kleiner wird, ist, dass die Menge der Rechte, der Emissionsrechte, die diese Quelle hat, die ändert sich natürlich nicht. Was macht jetzt so ein armes Kraftwerk mit den Rechten, die es nicht mehr braucht? Weil ja die Windräder hier dem Kraftwerk das Geschäft kaputt machen und die Windräder Strom vorrangig werden, Strom einspeisen. Naja, es wird natürlich die Emissionsrechte verkaufen. Wohin? Ja, vielleicht an ein altes Braunkohlekraftwerk in Polen, an eine Aluminiumhütte in Frankreich, eine Gasfabrik in was weiß ich nicht wo, und dann findet die Emission eben da statt. That's it. Das heißt, wir sparen überhaupt keine CO2-Emissionen ein mit den ganzen Windrädern. Wir verlagern sie nur. Woanders hin. Ist das ethisch? Nein, das ist nicht ethisch. Na ja, gut, die Polen wird es brauchen. So gesehen, ja, aber dann sollte man doch sagen, es ist Entwicklungshilfe für Polen und nicht, es ist Klimapolitik. Das Resultat ist, wir vermeiden genauso viel wie vorher. An der CO2-Menge in Europa ändert sich nichts. Aber diese Vermeidung ist jetzt natürlich deutlich teurer als vorher. Wie sehen die Kosteneffekte denn so aus? Man kann ja ausrechnen, was es kostet, CO2 einzusparen, Abhängigkeit von den einzelnen Quellen. Das gibt es gute Studien zu. Gerade erst im Ende letzten Jahres ist eine vom IW erschienen. Die haben das ganz stumpf gemacht. Also normalerweise sind solche Studien sehr aufwendig und sehr kompliziert. Die haben ganz einfach gerechnet. Die haben einfach geguckt, was geben wir an Einspeisevergütung für die verschiedenen Geschichten aus. Und was sagt uns das Umweltbundesamt, wie viel CO2 die angeblich einsparen? Die haben diese Überlegung, die wir gerade angestellt haben, natürlich dabei weggelassen. Ja. Und dann teilen wir das doch einfach mal durcheinander und gucken, wie viel Subvention kostet jetzt eine Tonne CO2. Im EHS, das ist der Emissionshandelssektor, kostet das Ganze 8 Euro. Das ist der Preis für ein Emissionsrecht, wie er gegenwärtig am Markt etwa herrscht. 8 Euro. Sie können also eine Tonne CO2 für 8 Euro vermeiden. Kein Problem. Einfach ein Emissionsrecht kaufen, stilllegen, sofort reduziert sich die Emission in Europa um eine Tonne CO2. Für 8 Euro, gar nicht so teuer. Aber zu Weihnachten geschenkt wurde. Wenn Sie am Auto rumschrauben, kostet das Ganze schon 100 Euro pro Tonne, die Sie da einsparen können. Bei Onshore-Windkraft sind es schon 150 Euro die Tonne. Bei Offshore liegen wir jetzt bei 380 und bei Photovoltaik bei 400 Euro. Das bedeutet, Photovoltaik zum Beispiel vermeidet genauso CO2, wie es im Emissionshandelssystem der Fall ist. Dummerweise kostet es da das 50-fache pro Tonne. Das 50-fache. Das heißt, was wir machen ist, bisher fand die Vermeidung von CO2 ohne unser EEG in Polen statt. Ja, oder was weiß ich nicht, da wo es billig war. Wir machen das anders. Wir sagen, ihr kriegt unsere Emissionsrechte, wir machen die Vermeidung jetzt für uns. Und wir geben da eben 400 Euro pro Tonne aus. Ja, denn das fördern wir ja. Wir fördern das, wir fördern das, wir fördern das. Das ist ein Faktor, irgendwas zwischen 10 und 50 Mal so teuer ist, wie der Preis im Emissionshandelssektor, der uns sagt, was es kostet, die Tonne in Polen zu vermeiden. Okay, wir verlagern also die Vermeidung dorthin, wo sie bis zu 50 Mal teurer ist als im europäischen Emissionshandelssektor.
Kann man ja mal machen. Nationale Klimapolitik verlagert eben die Vermeidungsaktivität in das eigene Territorium. Warum machen wir das so gerne? Weil wir darauf beharren wollen, wir wollen in Deutschland vermeiden. Ja. Ich frage mich, warum die AfD das nicht vertritt. Wirklich, das klingt genau danach. Ja. Also so ein Schwachsinn. Entschuldigung, wenn ich das sage. Dem Klima ist es völlig egal, ob eine CO2-Menge hier vermieden wird oder in Polen oder sonst wo. Dann lass sie uns doch dort vermeiden, wo es am wenigsten kostet, dann kriegen wir am meisten davon. Das ist doch so logisch und so einfach. Okay. Vermeidung, Kosten spielen sowieso keine Rolle. Okay, das gilt aber dummerweise jetzt für alle Formen von nationaler Klimapolitik, wenn dieses Emissionshandelssystem existiert. Und das ist kein Fehler des Emissionshandels, sondern dieser Mechanismus muss funktionieren, muss genau so sein, sonst funktioniert dieser Emissionshandel nicht. Und das wäre sehr schade, weil das ist das Effizienteste, was wir, und das Wirksamste, was wir an Klimapolitik überhaupt haben. Okay. Lassen Sie mich noch zum Abschluss ein bisschen über die deutsche Klimapolitik lästern. Für mich ist das gefühlte Klimapolitik. Der nationale Klimaschutzplan, der sieht vor, dass wir, oder sah mal vor, inzwischen haben sie schon wieder revidiert, weil er natürlich nicht funktioniert hat. Ja, aber der sah mal vor, bis 2020 sollen die Emissionen um 40% reduziert werden gegenüber 1990. Also, wir machen das Ganze 10 Jahre früher als die EU. Wir sind schon 10 Jahre früher da an dem Ziel, das die EU sich für 2030 gesetzt hat. Das wollen wir schon 2020 erreichen. Okay, klappt nicht. Aber gut. 2030 wollen wir dafür aber 55% Einsparung haben. Nicht die dummen 48% EU, das können wir besser. Ne? Aber Deutschland ist Teil der EU, meine Damen und Herren. Und ob wir jetzt 2030 55% einsparen oder 40 oder 30 oder 60, ändert an der Einsparung der EU überhaupt nichts. Das heißt, alles, was wir in Deutschland früher oder mehr einsparen, weil wir besser sind als alle anderen, wird irgendwo anders, später oder weniger eingespart. So ist es. Der Effekt ist, an der Emissionen in Europa ändert die deutsche Politik gar nichts. Wir werden erleben, dass wir bis 2030 die Emissionen um 40% reduziert haben, Europäer, wir Europäer, wir können darauf stolz sein, dass wir das erreichen werden, wir Europäer. Leider wird das viel teurer als ohne deutsche Klimapolitik. Das ist der einzige Nachteil. Die Klimapolitik hat Preiseffekte, Kosteneffekte, aber keine Mengeneffekte. Die Kosten tragen übrigens wir. Wir zahlen das über unsere Stromrechnung. Den Vorteil haben die anderen Länder. Das ist der Grund, warum sich keiner über die deutsche Klimapolitik beschwert. Ist Ihnen das schon mal aufgefallen? Die anderen Europäer, die lästern über uns, die schimpfen über uns, wo sie können. Wir exportieren zu viel, ja? Wir haben zu wenig Staatsverschuldung, wir schreiben denen alles vor. Nur über unsere Klimapolitik hat sich noch niemand beschwert. Ja, wen wundert's? Ja? Die profitieren davon. Und wie? Ja? Wenn wir jetzt Kohlekraftwerke stilllegen, ist das Gleiche, dummerweise. Wir haben ja jetzt eine Kohlekommission. Da wollen wir aus der Kohle aussteigen. Ja? Die hat 4 Vorsitzende, diese Kommission. Das ist schon so ziemlich toll. Sie haben ein schönes Bild gezeigt, haben gesagt, diese Kommission damals, die den Energiewende beschlossen hat, da war kein Mediziner dabei. Ja, es war auch kein Ökonom dabei. Immer so zur Info. Also, wir wollen auch aus der Kohle aussteigen. Die Emissionsrechte, die Kohle für Verstromung bisher eingesetzt hat, die bleiben aber bestehen. Das heißt, das Ganze wird den gleichen Weg nehmen. Es wird über den Handel dann an die anderen Länder in Europa gehen. Das heißt, das, was wir in den Kohle, in den Braunkohlekraftwerken nicht mehr emittieren, wird in der woanders stattfinden. Das ist die gleiche Entwicklung. Schauen wir uns noch ein bisschen die Windkraft speziell an. Nur die Onshore-Windkraft hat ja wirklich Ausbaupotenzial. Wenn man die Klimaziele der Bundesrepublik Deutschland sich anschaut, das geht nur, jedenfalls nach gegenwärtigem Stand der Technik, wenn man das wirklich alles in Deutschland machen will, wenn man die Onshore-Windkraft ausbaut. Insofern hat die DENA-Studie schon recht. Wir nehmen einfach das Klimaziel der Bundesregierung und gucken, was müssen wir dann machen. Ja, das, was da drin steht, ich glaube, die haben noch untertrieben. Es wird noch ein bisschen mehr. Ich werde Ihnen das gleich zeigen. Ja.
Aber wie läuft das so ab, wenn Sie sich mal eine Kapazitätsberechnung für ein Windrad anschauen? Nennleistung sagen wir 100%, ja, also 2 Megawatt beispielsweise. Das sind 100%. In 10 Jahresdurchschnitt haben wir in Deutschland über alle Flächen gemittelt ca. 1500 Vollaststunden. Ja? Sie hatten eben 1800, ja, gibt Regionen im Norden, da ist das so, aber über alle Flächen gemittelt haben wir 1500 Vollaststunden. Das heißt, wenn Sie die Energieabgabe eines Windrades messen und das einfach in Vollaststunden ausdrücken, also ein Jahr lang messen, wie viel Strom kommt da raus, und dann das umrechnen in Vollaststunden, sind das 1500 Vollaststunden im Durchschnitt. Das Jahr hat 8860 Jahresstunden. 1500 davon sind 17%. Das heißt, wenn ich jetzt richtig rechne, 83% der Zeit steht so ein Windrad einstattdessen still. Ja? Okay, jetzt macht der ganze Umbau unseres Energiesystems natürlich ohne Speicherung von Strom überhaupt keinen Sinn. Wenn wir den Windstrom nicht speichern können, also bei 8, ich hatte es mir in der Sinne, das mal ausgerechnet, gerade einen Artikel von ihm gelesen, wenn wir einen 100% Abdeckung mit Windstrom hätten und nur noch Reserve- und Regelenergie durch unsere normalen Kraftwerke, dann hätten wir noch genau 10% der Windkraft, die erzeugt wird, also den tatsächlich erzeugten Strom, der in unser Netz gibt, 90% würde verschwendet, wenn wir nicht speichern. Also wir brauchen Speicher. Mindestens 50%. Wenn Sie am Ende nur noch Windkraftanlagen haben wollen, müssen Sie 50% des Stroms speichern, damit Sie die Spitzen oben nutzen können, um die Löcher unten zu stopfen. Speicherverlust, ich habe jetzt mal ganz großzügig gerechnet, bei Power to Gas 50% Wirkungsgrad. Also wirklich Spitze. Na? Sehr konservativ gerechnet. Wie kommt das zustande? Naja, Sie müssen erst aus Strom Gas machen, dann brauchen Sie wieder ein Gaskraftwerk, das macht aus dem Gas wieder Strom. Dabei geht Energie verloren. Okay, wenn Sie das bei der Hälfte machen, haben Sie noch 14%, dann kommen noch ein paar Abschottungsvorleistungen, Standardeffekte, dann bleiben Sie am Ende bei 11-13% der Nennleistung, die tatsächlich als Leistung zur Verfügung stehen. Ich glaube nicht, dass Sie bei der DENA da so spitz gerechnet haben und deswegen, wenn Sie so spitz rechnen, kommt auch noch eine viel größere Zahl von Windkrafträdern, die wir brauchen, um die Klimaziele der Bundesrepublik zu erfüllen. Um 6 Braunkohlekraftwerke zu ersetzen, nach dieser Rechnung, habe ich mal kurz überschlagen, brauchen Sie dann ungefähr 10.000 Windkraftanlagen plus industrielle Anlagen zum Wandel von Windstrom in Gas. Die Technik dafür haben wir noch nicht, aber gut, das sind so Kleinigkeiten, da können wir drüber wegsehen. Dann brauchen wir Speicher für den Gas, für das Gas. Die haben wir auch nicht. Dieses Gas ist sehr, sehr voluminös, da braucht man sehr, sehr viele Speicher. Wo das sein soll, hat auch noch keiner was erfunden, aber gut. Nehmen wir davon an, die haben wir auch. Und dann brauchen wir noch ein Gaskraftwerk, um das Gas mit dem Strom zurückzuverwandeln. Wenn wir das alles bauen, haben wir ungefähr 40 Milliarden ausgegeben. Wir haben eine Menge Landschaft weitestgehend zerstört. Wir haben genauso viel Strom wie vorher. Aber der kostet jetzt merklich mehr als vorher. Und wir haben kein Gramm CO2 eingespart. Sich, soll ich jetzt das Braunkohlekraftwerk stilllegen? Nö, das macht jetzt gar keinen Sinn mehr. Das ist ja gut. Also wenn wir über Reduktion von Emissionsrechten CO2 einsparen wollen, sollten wir das tun. Das hat aber nichts damit zu tun, dass wir die bestimmte Erzeugungstechnologie vom Markt nehmen müssen. Müssen wir nicht tun. Aber immerhin produzieren wir jetzt ja unsere Energie selbst. Wow, ja, das ist das Argument, das dann irgendwann kommt. Ja? Jetzt werden wir autark. Also Autarkie als wirtschaftspolitisches Ziel, ich sage jetzt mal was ganz Böses, gab es zuletzt zwischen 1933 und 1945. Ja? Seitdem sind wir eine offene Volkswirtschaft und das erfolgreichste Exportland der Welt pro Kopf gerechnet. Davon Autarkie zu schwafeln, ist schon ziemlich daneben. Ja? Aber gut, okay. Manche mögen das. Ja? Gibt ja auch Reichsbürger. Gut, die wollen auch irgendwie autark sein. Also werden wir jetzt unabhängig von Energieimporten und werden unsere natürlichen Ressourcen jetzt geschont, wenn wir die Energiewende machen? Randbemerkung dazu, jede Klimapolitik, das heißt auch die ich befürworte, nämlich eine kosteneffiziente, spart Ressourcen und schont Ressourcen.
Also dann können wir auch die Kosten effizienter machen. Ne? Nur eine Randbemerkung. Aber ich will auch was ganz anderes hinaus. Ich will auf diese Grafik heraus, die jetzt kommt, das ist der Primärenergieverbrauch des Jahres 2016. Die Zahlen für 2017 liegen noch nicht vor. Primärenergieverbrauch, das heißt also, wie viel Energie in unserem Land haben wir insgesamt verbraucht und wie verteilt sich das aus den verschiedenen Energiearten? Ja, das geht jetzt nicht um Strom. Die Windblocke sagt immer, oh, wir machen schon 34% durch Windstrom. Ja, was interessiert mich das? Mich interessiert, wie viel Energie verbrauchen wir insgesamt und was setzen wir dafür ein? Denn das entscheidet am Ende darüber, wie viel Klimaschutz wir hingekriegt haben. Und jetzt schauen Sie sich das mal an. Das hier, dieses Segment, das sind die Erneuerbaren. 12,6%. Klingt erstmal gar nicht schlecht. 12,6%. Aber jetzt gucken wir uns die genau an. Das ist dieser Punkt. Und dann sieht man, wow, ja, von den 12,6% ist mehr als die Hälfte, nämlich 6,4% Biogasse, Biomasse. Fast 1% Biokraftstoffe. Dann kommt nochmal 1% Abfall- und Deponiegas. Ein bisschen Solarthermie, Geothermie kann man vernachlässigen. Dann kommt die Photovoltaik, die tolle, 1%. Und dann kommt die Windkraft, 2,1%. 2016, meine Damen und Herren, für diese 3,1% haben wir 2016 schlappe 35 Milliarden Euro an Subventionen ausgegeben. Ja. Meine Damen und Herren, die Politik schwafelt davon, dass sie 95% der Energie durch Erneuerbare herstellen wird. Sie haben darauf hingewiesen, soll ja nicht nur der Strom, also unsere Elektrizität umgestellt werden, sondern auch den Verkehr elektrisch machen, die Heizung und es soll nur noch elektrische Energie erzeugt werden und davon 95% bis 100% durch Erneuerbare. Wir sind schon immerhin bei 3,1%, das ist ja schon mal eine Strecke. Hm? Da ist ja nicht mehr viel Luft. Aber dann wird doch irgendwo klar, wie verrückt das ist. Ah, da kommen wir doch mit 150.000 Windrädern nicht aus. Kann mir keiner erzählen. Völlig ausgeschlossen. Okay, das ist die Situation. Was soll man tun? Man kann mich ja auch fragen, na gut, was ist denn jetzt Ihr Rezept? Mein Rezept ist relativ einfach. Man sollte den Emissionshandel ausbauen. Das heißt, wir sollten mehr Sektoren dort einbeziehen. Also den Verkehrssektor, den Wärmemarkt und so weiter. Wir sollten alle Energieformen dort einbeziehen. Und wir sollten versuchen, mehr Länder einzubeziehen. Warum machen wir das nur in der EU? Warum behandeln wir nicht mit anderen Ländern, da reinzukommen? Wir können die bestechen. Ja? Wir sind ja auch bereit, Geld in die Hand zu nehmen für Klimaschutz. Da können wir die bestechen, dass sie reingehen und mitmachen. Dann werden wir besser. Ja? Wir können auch den Cap absenken. Das ist letztens sogar passiert, aber und das fand ich gut. Das kann man noch stärker machen. Da ist Luft. Da ist wirklich Luft. Wir haben 8 Euro Preis. Das ist nicht viel. Wir können das so stark absenken, dass der Preis auf 30, 40 Euro steigt. Warum nicht? Das können wir uns alle leisten, keine Angst. Ja? Der Durchschnittsverbrauch, die Durchschnittsemission pro Kopf in Deutschland liegt bei 9 Tonnen. Ja? Das sind das 30 Euro Kosten, mein Gott. Ja? Ein paar Schuhe im Jahr weniger, mein Gott. Das kann schon mal das Klima wert sein. Also, meine Damen und Herren, den Cap absenken ist eine gute Idee. Würde kosteneffizient Klimapolitik bedeutet. Alles das passiert nicht, es gibt keinen politischen Willen dazu. El-Wazir hat das auch nicht auf der Agenda. Der will lieber hier Windräder hinstellen. Welche Effekte das hat, habe ich Ihnen erläutert. Lassen Sie mich jetzt zur Frage der Ethik noch ganz zum Schluss eine Bemerkung machen, die mir doch immer wieder auch irgendwo am Herzen liegt. Es gibt einen norwegischen Statistiker, Björn Lindborg. Ich kenne meinen Namen, diese Katastrophe. Ist ja klar, die wissen nicht meinen. Jedenfalls, der ist darauf spezialisiert, Zahlen, die es so im Zusammenhang mit Klimapolitik gibt, mal zu überprüfen und das wirklich auszurechnen. Der ist jemand, der ist Professor für Statistik an der Universität Oslo, der kann das auch. Und er hat sich die deutsche Energiepolitik mal angesehen und hat geguckt, wie viel geben wir für die Förderung der Photovoltaik aus. Das sind über den langen Zeitraum betrachtet 100 Milliarden Euro. Und dann hat er sich angeguckt, wie viel CO2 sparen wir durch Photovoltaik an, in Terawattstunden ausgedrückt. Und das hat er dann mal eingesetzt in die Klimamodelle
des IPCC, also des Weltklimabundes, und hat ausgerechnet, welchen Effekt es hat. Der ist gewaltig. Er verringert die Temperatur, den Temperaturanstieg um 0,00001 Grad. Anders ausgedrückt, er verzögert den Eintritt der Erwärmung um genau 36 Stunden für 100 Milliarden Euro. Das sind vermutlich die teuersten kühlen Stunden, die in der Weltgeschichte je bezahlt wurden. Man kann darüber lachen. Aber auf der anderen Seite, meine Damen und Herren, leben wir in einer Welt, in der jeden Tag 5000 Kinder sterben, weil sie keinen Zugang zu sauberem Wasser haben. Das ist ein Problem. Ehrlich, das ist wirklich ein Problem. Wissen Sie, was man mit 100 Milliarden Euro daran nennen könnte? Also ich finde, da stellt sich die ethische Frage wirklich. Nur nicht von Herrn Basir. Herr Basir und all seinen Mitstreiter in dieser Form gestellt. Leider. Ja, das EEG-Ersatzlos abschaffen wäre noch ein Rat, aber ansonsten haben wir ein Problem, weil, das möchte ich Ihnen zum Schluss noch mitgeben, ich bin Mitglied von ACATECH, der Akademie der Technikwissenschaften, und bekomme die Ergebnisse, die diese Akademie so vorlegt, und darunter gibt es auch einen Technikreport, einen Technikmonitor. Jedes Jahr wird die Stimmung und die Einstellung zu technologischen Dingen abgefragt der Bevölkerung. Nach dem letzten Report sind 86% der Bevölkerung, der deutschen Bevölkerung, der Meinung, dass die Förderung erneuerbarer Energien eine gute Klimapolitik ist. Vor dem Hintergrund kann man Herrn Al-Basir, der auch nur gewählt werden will, nicht mal einen Vorwurf machen, meine Damen und Herren. Aufklärung tut Not. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.